Wir als digitale Generation unterliegen so ein paar weitreichenden Veränderungen. Das ist ja nicht nur der digitale Wandel, so dass wir als erste Generation das Digitale schon immer kannten, sondern auch mit dazu zählt der Wertewandel und der demografische Wandel, der dazu führt, dass wir uns letztlich aussuchen können, wo wollen wir arbeiten, was die Unternehmen dann unter Druck setzt, dass sie auch unsere Bedürfnisse auf der digitalen und auf der Werteseite ernst nehmen müssen, um überhaupt noch Nachwuchs und Personal finden zu können. Dass Unternehmen den digitalen Anschluss nicht verlieren, ist ganz wichtig, dass sie auf all den weitreichenden Ebenen, auf denen die Digitalisierung stattfindet, diese verstehen und nicht nur denken, ich mache hier einen YouTube-Imagefilm oder eine Facebook-Stellenanzeige und damit sei vieles geschafft, sondern essentiell ist es, zu durchblicken, dass die Digitalisierung Veränderungen in quasi allen Bereichen des Unternehmens mit sich bringt, in der Frage, wie organisiere ich mich, wie funktioniert Führung, wie schauen meine Prozesse aus, wie kann ich die digitalisieren, was sind die Rahmenbedingungen von Arbeit und so weiter. Und erst dann, wenn quasi diese innere Schönheit vorhanden ist, wenn ich mit diesen Veränderungen den jetzt neuen, veränderten Anforderungen durch die Digitalisierung gerecht werden kann, erst dann brauche ich anfangen, mir Gedanken zu machen, das nach außen zu kommunizieren. Der technologische Wandel, wie wir ihn jetzt haben, ist einerseits so schnell und andererseits so komplex wie keine Veränderung je zuvor. Und es liegt, glaube ich, einfach an den bestehenden Strukturen der Unternehmen, dass sie sich da so schwer tun, diesen Wandel zu verstehen und auch zu vollziehen. Weil wenn ich heute irgendwie mit meinen altbekannten Rezepten einen Change-Prozess starte, dann bin ich im Jahr 2027 irgendwo hingechanged, was damals 2017 aktuell war. Was aber jetzt der Fall ist, ist, dass wir ständig quasi unsere Organisation darauf ausrichten müssen, uns ständig neu zu erfinden, ständig im Veränderungsmodus zu bleiben und auf die Veränderung in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit und mit einer nie dagewesenen Innovationsdichte reagieren zu müssen. Und das ist, wenn man das nicht gewohnt ist, erstmal gar nicht so einfach. Wenn es darum geht, die digitale Generation als Kunde oder Mitarbeiter zu gewinnen oder wenn es so um das Miteinander der Generationen geht, dann geht es ja nie um ein Gegeneinander, also überhaupt nicht so. Wir wollen ja von den Älteren lernen, wir wollen mit denen zusammenarbeiten. Wir brauchen die mit ihrer Lebens- und Berufserfahrung, um diese ganzen Veränderungen hinzukriegen. Wenn aber die Alten auf uns zukommen mit verschränkten Armen und einfach nichts verändern wollen, weil alles schon immer so war, und weil wir uns noch nicht lang genug hochgearbeitet haben, um mitreden zu dürfen, naja, dann stellen wir auch auf Durchzug oder sind vielleicht einfach ganz schnell wieder weg.